Angst. Wir gingen langsam den Weg hinunter, immer darauf bedacht, keine unnötigen Geräusche zu machen. Als wir an Raisas Datscha ankamen, sahen wir, dass sie innen schwach erleuchtet war. Pavel stellte sich auf die Zehenspitzen und schaute durchs Fenster. Dann zuckte er plötzlich zurück und zog den Kopf ein. Scheiße, Verdammte! Wir haben ein Problem! Was ist denn los? Du hast richtig gelegen. Sie hat Besuch, aber ungebetenen. Schau selbst! Raisa saß auf ihrem Bett. Sie trug nur ein helles Nachthemd und Hausschuhe. Im Schein der Nachttischlampe konnte ich ihr ängstliches Gesicht sehen. Sie blickte die beiden Männer an, die vor ihrem Bett standen. Sie waren dunkel gekleidet. Der eine, der ältere der beiden, er war schätzungsweise Ende 20, hielt ein Messer in der Hand und fuchtelte damit vor Raisas Nase herum. Der jüngere stand daneben und beobachtete das Geschehen. »Sie wollen ihr Geld«, sagte Pavel leise. Er schaute noch einmal vorsichtig durch das Fenster. »Ich habe einen Plan, hör zu!« Pavels Plan klang so, als könne er funktionieren. Er klopfte mir auf die Schulter. »Hab keine Angst, wir schaffen das. Wir sind zu dritt. Ich habe eine Pistole, komm jetzt!« Pavel öffnete die Tür zu Raisas Hof. Wir gingen so leise wie nur konnten hinein. Ich war erstaunt über Ladys Disziplin. Sie gab keinen Mucks von sich und schien genau zu begreifen, worauf es in diesem Augenblick ankam. Ich stand nun an der Eingangstür zu Raisas Datscha und hielt einen Holzscheit in der Hand. Pavel stand hinter der Hausecke. Lady wartete zu seinen Füßen. Ganz deutlich konnten wir die Stimmen von innen hören. »Bitte, ich hab doch gesagt, dass ich kein Geld im Haus habe!« »Erzähl uns keine Märchen, Raisa Petrovna! Wir wissen, dass du Geld hast!« »Vielleicht hat sie wirklich nichts, Fjodor!« Es war der Jüngere, der nun sprach. »Unsinn! Sie will uns verarschen, die alte Schnapsdrossel!« »Ich sag euch die Wahrheit! Lasst mich in Frieden, ich bitte euch!« »Du hörst doch, was sie sagt! Sie stirbt uns noch vor Angst! Lass uns abhauen!« »Wir werden nicht eher gehen, bis sie uns gesagt hat, wo sie die Kohle hat!« Man konnte Raisa weinen hören. Fjodor wurde wütend, weil sein Plan nicht so glatt verlief, wie er sich das vorgestellt hatte. »Ich mach dich kalt, du verdammtes Miststück!« Raisa kreischte. »Fjodor, nicht!« rief der Jüngere. »Jetzt, Robert!« In diesem Augenblick ließ sich das Holzscheit fallen. Es landete mit lautem Poltern auf dem hölzernen Fußboden vor Raisas Tür. Drin wurde es augenblicklich still. »Sieh nach, was da draußen los ist«, sagte Fjodor. Dann öffnete sich langsam die Tür. Der Jüngere trat heraus und sah mich mit ungläubigem Blick an. Im nächsten Moment kam Pavel aus seinem Versteck hervor und schlug ihm mit dem Griff seiner Pistole auf den Kopf. Der Jüngere verdrehte die Augen und sackte augenblicklich in sich zusammen. »Lady, komm«, rief Pavel. Sie rannte durch die offene Tür und Pavel stürzte ihr hinterher. Ich stand da und war unfähig, mich zu rühren. Von drin hörte ich Lady bellen und knurren. »Was ist denn das für eine verdammte Scheiße?« brüllte Fjodor. Dann schrie er plötzlich laut auf. Es war ein Schmerzensschrei. »Verdammte Töle, ich stech dich ab!« Ein Schuss. Dann herrscht Ruhe. »Robert, alles in Ordnung?« hörte ich Pavel von drin rufen. Ich war erleichtert. »Ja, Pavel, alles in Ordnung.« »Was macht der junge Bursche?« »Er liegt hier und er rührt sich nicht.« »Gut, bring ihn rein.« Ich fasste den Jungen unter die Arme und zog ihn hinter mir her. Als ich mit ihm im Schlepptau in Raisas Zimmer ankam, sah ich, was passiert war. Pavel hatte sich auf Raisas Bett gesetzt und einen Arm um sie gelegt. Sie war kreidebleich und weinte. In der anderen Hand hielt Pavel die Pistole und richtete sie auf Fjodor, der ihm gegenüber auf dem Boden saß und an der Wand lehnte. Er machte ein schmerzverzerrtes Gesicht und hielt sich mit der rechten Hand die stark blutende linke Schulter. Am rechten Handgelenk blutete er ebenfalls. Dort, wo Lady zugebissen hatte. Die saß vor ihm und ließ ihn für keinen Moment aus den Augen.
Schaff mir diesen verfluchten Köter vom Hals, du Arschloch, schimpfte er. An deiner Stelle würde ich meine Worte etwas klüger wählen. Schließlich bist du nicht in der Position, Wünsche zu äußern, sagte Pavel ruhig. Er wandte sich kurz Raisa zu. Ist alles in Ordnung? Geht's dir gut? Sie hielt ihre Hände vors Gesicht und nickte stumm. Gut, sagte Pavel. Er stand auf und holte ein Stück Schnur aus seiner Tasche. Setz den Jungen dort drüben an die Wand neben den anderen. Ich schaute zu Fjodor hinüber, der mich giftig ansah. Ich schleifte den Jungen zur Wand und setzte ihn aufrecht hin. Pavel ging zu ihm und fesselte ihm die Hände auf den Rücken. Dann schnitt er ein Stück von der Schnur ab und wiederholte die Prozedur bei Fjodor. Der schimpfte und stöhnte vor Schmerzen, als Pavel ihm die Hände auf den Rücken drehte. Der Junge kam langsam wieder zu sich. Er öffnete die Augen und blinzelte uns entgegen. Er ächzte und begann zu jammern. »Hör auf zu heulen, du Memme!« fuhr ihn Fjodor an. »Hättest du dich nicht so blöd angestellt, wären wir jetzt nicht in dieser beschissenen Lage!« »Gib ihm nicht die Schuld«, sagte Pavel. »Ich hätte euch in jedem Fall fertig gemacht. Macht dir da lieber keine Illusion.« Fjodor spuckte verächtlich vor uns auf den Boden. Pavel sah sich den Jungen an. »Mein Gott, Kleiner, du bist ja noch ein Kind. Wie heißt du und wie alt bist du?« Er sah ängstlich zu Pavel hoch. »Alle nennen mich Mitja. Halt bloß die Fresse«, fuhr ihn Fjodor an, wodurch er sich einen Tritt gegen das Schienbein einhandelte. »Dich habe ich nicht gefragt«, zischte Pavel ihn an. Dann sah er wieder den Jungen an. »Mitja also. Wie alt bist du, will ich wissen?« 15. »Du solltest lieber daheim bei deiner Mutter sitzen, als alte Frauen zu berauben. Du solltest dich schämen.« »Ich weiß«, sagte er flennend. »Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass wir diesen Unsinn nicht machen sollen. Aber Fjodor meinte, hier gäbe es ordentlich was zu holen. Er hat gesagt, er gibt mir die Hälfte ab.« »Und das hast du ihm geglaubt?« fragte Pavel. »Ja, warum sollte er mich belügen?« »Weil er ein dreckiges Schwein ist, auf alte Frauen mit dem Messer loszugehen. Ist er dein Bruder?« »Nein, mein Vetter.« »Ich mach dich fertig, wenn du noch mehr ausplauderst, du Arschloch«, schimpfte Fjodor. Darauf hatte Pavel nur gewartet. Mit der rechten Hand, in der er die Pistole hielt, holte er aus und schlug Fjodor damit K.O. Dessen Kopf schlug gegen die Wand hinter ihm und kippte dann nach vorn. So blieb er sitzen und rührte sich nicht mehr. »Pavel, bring ihn nicht um, das will ich in meinem Haus nicht haben«, meldete sich Raisa zu Wort. »Keine Angst, ich konnte nur seine dämliche Visage nicht mehr ertragen.« »Was werdet ihr nun mit uns machen?« fragte Mitja kleinlaut. »Was sollen wir schon mit euch machen? Ich werde die Miliz anrufen müssen.« »Bitte, ruft nicht die Polizei, meine Mutter wird sich zu Tode schämen.« »Deine Mutter wird dein geringstes Problem werden«, sagte Pavel ärgerlich. »Wenn dich die Miliz abholt, werden sie dich vor Gericht stellen.« »Keine Ahnung, wie viel man für so einen Blödsinn bekommt, aber 10 Jahre werden es mit Sicherheit sein. Dann stecken sie dich ins Gefängnis, in eine Zelle mit 20 anderen oder noch mehr, wenn du Pech hast. Denen kommst du dann gerade recht. Mit deinen 15 Jahren wirst du dich gegen die ganzen Monster nicht wehren können. Noch am ersten Tag werden sie dir die Zähne ausschlagen, damit du nicht abbeißen kannst, was man dir in den Mund steckt. Sie werden dich verprügeln, jeden Tag, immer und immer wieder. Sie werden Zigaretten auf deinem nackten Körper ausdrücken, während sie dich in den Arsch ficken. Und wenn du dann nach deiner Mutter rufst, werden sie nur noch härter zu schlagen, weil es ihnen Spaß macht, dich leiden zu sehen.« Der kleine Mitja sah ihn erschrocken an. »Das halte ich nicht aus, dann bringe ich mich um.« »Das werden sie nicht zulassen, jedenfalls nicht, solange kein anderer von deiner Sorte kommt. Wenn das schließlich der Fall ist, werden sie vielleicht das Interesse an dir verlieren. Dann kannst du dich umbringen und kein Hahn wird nach dir krähen.« »Es tut mir so schrecklich leid, liebe Raisa Petrovna, bitte verzeihen Sie mir, bitte«, flehte Mitja die beiden an. Raisa sah ihn mitleidig an. »Lass ihn laufen«, sagte sie. »Wie bitte?« Pavel drehte sich verwundert zu ihr um. »Den Kleinen, lass ihn laufen, aber nur den Kleinen. Der andere soll schmoren, von mir aus in der Hölle.«
sie sah Mitya an. Versprichst du mir, dass du sowas nie wieder tun wirst? Ja, Raisa Petrovna, das verspreche ich. Gut, ich will dir glauben, du hast ein ehrliches Gesicht. Ich glaube, ich kann dir vertrauen. Das können Sie, verlassen Sie sich auf mich. Raisa, sagte Pavel, wenn wir den Kleinen laufen lassen und den anderen der Milits aushändigen, wird er Mitya verraten. Entweder liefern wir sie beide aus oder wir lassen sie beide laufen. Alles andere gibt Probleme. Fjodor war mittlerweile wieder zu sich gekommen und verfolgte die Unterhaltung schweigend mit leerem Blick. Du hast recht, Pavel, sagte Raisa. Dann lass sie beide laufen. Pavel beugte sich zu Fjodor hinunter und packte ihn am Kragen. Jetzt hör mal zu, du Arschloch. Ich werde euch laufen lassen. Das hast du Mitya zu verdanken. Wir glauben nämlich, dass er ein guter Mensch ist, bei dem noch nicht alles verloren ist, so wie bei dir. Aber ich verspreche dir eines. Wenn du dich noch einmal hier blicken lässt, werde ich dich höchstpersönlich erschießen und da hinten auf den Hügeln verscharren. Hast du mich verstanden? Fjodor nickte wortlos. Mach dem Kleinen die Fesseln los, sagte Pavel zu mir. Er selber löste die Schnur von Fjodors Handgelenken. Der schien große Schmerzen zu haben. Lady hatte sehr stark zugebissen und er konnte seine Finger nicht mehr bewegen. Die Schusswunde hatte inzwischen aufgehört zu bluten. Die beiden standen auf. Und jetzt haut ab! Ich will euch hier nicht mehr sehen! Verpisst euch! Die beiden gingen schweigend zur Tür und verschwanden. Draußen ging die Sonne auf und schien über die Hügel direkt in Raisas Datscha. Ich setzte mich erschöpft auf einen Stuhl und Pavel ließ sich rücklängs aufs Bett fallen. Raisa hingegen stand auf. Ich werde euch einen Kaffee machen. Den habt ihr euch verdient. Musik.